Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich bin in Anor-Londo angekommen. Ich war sehr überrascht, dass es das hier in Dark Souls 3 auch gibt. Und ich habe erfahren, Dark Souls 3 spielt lang, lang, lang nach Dark Souls 1. Das dachte ich auch nicht, wusste ich nicht. Da oben ist Aldrich, ein schrecklicher Wurm. Den werde ich noch ein paar Mal jetzt versuchen zu klopfen. Der Weg dahin ist ein bisschen mies. Ich bin schon am Überlegen, ob ich irgendwo mal gucken soll, ob ich noch ein anderes Leuchtfeuer hier finden kann. Weil der Weg dahin... Wow! Minimal nervig ist. Ich glaube, das Schild brauche ich hier nicht, ne? Ah, da sind ja noch ein paar Seelchen. Ja, die wollen wir natürlich nicht liegen lassen. Ich vermute sehr schwer, dass das hier nur die erste Phase ist. Dass nachher irgendwas Dummes noch passiert. Oh. Ah, er brennt. Da darf ich, glaube ich, nicht reinlaufen, wa? Ah, dieses... In den Abgrund stürzen macht mir gut Damage. Okay. Yep, 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 yep. Ah! Aua! Nee, ach, pack die Pfeile. Ich darf die nicht, das darf ich nicht ignorieren. Das darf ich nicht ignorieren. Ich hab gedacht, komm, probierst es nochmal. Es ist, nee, darf man nicht, nee. Ganz und gar nicht. So, da ich meine Waffe hier eh zweihändig nehme, ne? Sollte ich eigentlich das Schild wegtun? Oh, wow. Uff. Ups. So barbarisch sie auch erscheinen mag, diese Flamme ist wie geschaffen für den Pyromanten, der sich als Helfer Gottes betrachtet.
Okay. Welche Waffe 161 plus 120, das sind mittlerweile 280. 280, 289, die würde theoretisch mehr machen, die dicke Keule. Theoretisch. Haben wir jetzt ja auch schon gesehen, dass das nicht immer der Fall ist. Aber die Rolle ist halt so lahm. Nee. Ich brauche noch einen anderen Zweihänder. Da steht halt auch noch eine Kiste rum. Vielleicht sollte ich mich doch hier mal. Aua. Doch mal hier alles clearen und mal umschauen, was hier noch so rumfliegt. An Zeug. Aua! Oh shit! Aua! Stopp! Reicht dann auch wieder. Hier ist das mit dem Anvisieren, glaube ich, gar nicht so geil. Ich mache ihm aber auch nicht so viel Schaden auf den Wurmfortsatz, den er da hat. Aua. Nein, 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 nein. Au, 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 au. Scheiße. Das ist wahrscheinlich mein Tod. Nee, geht noch. Okay. What? Okay, er hat sich geheilt. Okay. Ja, ich hab. Doch, ist vorbei? Wow. Was? Okay, da war noch ein Leuchtfeuer und da hinten waren noch Türen, die aufgegangen sind. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be, a lord. Becken der Gelübde.
Nee, ne? Ich habe keine Heilung, Kollege. Nee, ich habe keine Heilung. Und ich habe 67.000 Seelen. Wieso? Nein, warum bin ich da hingegangen? Scheiße, nein. Ich hätte erstmal zurückgehen sollen. Nein. Tänzerin des Nordwindtals. Jetzt habe ich auch kein Schild einstecken. So ein Mist. Aua. Fuck. Ach, Kacke. Ja, das wird's gewesen sein. Ja. 68.000 Seelen. Aber ich bin doch doof. Aber ich hätte ja erstmal zurücklaufen können. Oh, das war richtig dumm. Oh, ich hab nicht damit. Ich dachte, da geht jetzt einfach die Leiter auf, so, aber jetzt gucke ich erstmal, was da oben noch ist, weil da war ja noch. Ja, aber jetzt kämpfe ich, glaube ich. Jetzt kämpfe ich mich da durch. Hallo? Ach, die Steuerung wieder, ne? Wow. Okay. Das waren mal 68.000 Seelen, die da in dem Bossraum liegen. Das hat sich erledigt. Juhu! Kommt halt der andere. Komm jetzt hier runter und lass mich dich kurz. Mist. Ah, Luch. Einfach durch. Ach komm, scheiß drauf. Ich versuche vorbeizulaufen. Weil das Problem ist halt, dadurch, dass jetzt der Bossnebel weg ist, kommen die ganzen Boys, die jetzt hier hinter mir her sind, natürlich da oben auch rein. Ja, alle drei. Alle drei treffen natürlich. Was auch sonst. So. Ja, bitte, was? Okay. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wahnsinn. So, sitzt da oben jetzt noch eine Göttin? Oder eine Möchtegern-Göttin, die ich wieder abziehen kann? Okay. Ring der Sonnenprinzessin. Kriegen wir diesmal Türen auf? Nee, ich denke, das wird's hier gewesen sein, wa? Was macht der Ring?
Lloyds Schwertring, lol, wo habe ich den denn her? Verstärkt Angriffe bei vollen Trefferpunkten, okay. Ah. Stellt Trefferpunkte langsam wieder her. Das ist besser als der. Nehme ich lieber den. Das mit den Folgeangriffen ist ganz nett, aber so richtig viel gebracht hat es mir bei den Diakonen, hat es mir tatsächlich sehr viel gebracht, weil ich da so viele Gegner auf einmal getroffen habe. Aber wenn ich so einzelne Gegner bekämpfe, mache ich jetzt nicht. Dann heile ich vielleicht ein, zwei Mal mit diesem Ring. Das ist dann auch nicht so krass. So. Yep. Ist okay. Jawohl. Alles klar. Ist in Ordnung. Trefft mich halt dadurch. Ja, ja, ja. Hoppla. Ah, der Griff, den muss ich unbedingt im Kopf haben, wie der aussieht und wie das. Da darf ich nicht. Da darf ich auf keinen Fall reingeraten in den Griff. Der macht nämlich. Yep, genau so. Die sieht voll wild aus. Mir gefallen ihre Bewegungen. Ich heile mich gerade viel zu viel und viel zu häufig, weil ich mir nicht ganz sicher bin, was hier passiert. Weil der Griff mich halt auch quasi instant killt. Wenn ich es nicht schaffe, dem auszuweichen. Aber ich vermute mal, der Griff ist jetzt vorbei. Scheiße. Also sobald sie jetzt zweites Schwert in der Hand hat, womit soll sie mich greifen? Deswegen wird es vorbei sein. Oh, ich habe 68.000 Seelen verloren. Das wären immerhin zwei Level gewesen und nicht nur eins. Mega ärgerlich. Das war ein bisschen dumm. Und ich werde hier jetzt eine Menschlichkeit fressen, weil. Oder eine Glut fressen. Weil ich das Gefühl habe, dass ich mit ein bisschen mehr Leben relativ leichtes Spiel haben könnte. Aua. Aua.
Ah, Mist, no! Sie dreht sich einfach bis... Oh, nee, das war jetzt dumm. Ah, ich dachte, sie dreht sich 2 oder 3 Mal, aber sie dreht sich einfach 6, 7 Mal. Das habe ich mir falsch gemerkt von vorhin. Verdammt. Ah, super unnötig. Ja, okay. Aua. Ach, fuck. Verdammt. An diesem Gegner ist nichts schwer. Warum? Warum sterbe ich? Ach. Weil ich sehe, dass er nicht so schwer ist und es mir zu leicht macht. Oder zu denke, es ist super leicht, aber so leicht ist es dann halt doch wieder nicht. Na. Ey, stopp! Nicht verprügeln. Ah, stopp! Nee, das verdammt! Schon wieder zu gierig gewesen hinten raus. Mist. Ah, warum? Oh. Und dann verzweifeln, dann passiert sowas bei solchen Gegnern, ey.
Mann, 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 Mann. Was hat jetzt eigentlich diese Tänzerin des Nordwindtals da verloren? Die wurde da von irgendwem hingeschickt, damit ich jetzt hier nicht weiterkomme, oder was? Naja, okay, drei Stück. Aua. Sorry, dass ich jetzt an diesem Gegner so hängen, ey. Das ärgert mich gerade selber, weil ich... Und dann ist das bestimmt wieder nur so ein Erste-Phase-Ding. Fast 70.000 Seelen verloren. Weil ich dumm war. Ey, verprügeln die mich durch den Bossnebel durch. Ah, Weinerei. Nein. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Das gibt's nicht. Ja, ja, ist okay. Ja, ja, ist okay. Okay. Was steht hier eigentlich? Da ist eine Nachricht am Boden. Was steht da? Hallo, ich drück doch B. Ach, fuck you, ey, ohne Scheiß. Oh. Geht gut. Ist die Nachricht, die ist erst seit dem Bosskampf dort, ne? Ach! Schnauze, ihr kleinen hässlichen Mistskelette! Oh!
Ja, verprügel mich noch durch den Bossnebel. Nice. Warte kurz. Ha! Stell das Becken in der Stadt und enthaupten den Ritters ab. Aha. Axt! Verdammte Axt! Nein! Es kann doch nicht sein, dass ich an so einem Gegner jetzt hier so lang brauche! Hilfe! So, Konzentration. Zu früh gerollt. Ups. Nee. Immer mit der Ruhe. Ja. Und wehe, das war nur die erste Phase. Okay, gut. Oh, das hat mir zu lange gedauert jetzt. Dafür gab sie 60.000 Seelen. Geben wir auch sofort aus, gar keine Umwege, direkt ausgeben. Ein Boss nach dem anderen heute. Stimmt. Ist jetzt schon der wievielte? Der vierte, ne? Krass. Ich habe das Gefühl, ich brauche noch ein bisschen Kondition. Pontiff. Der gute Pontiff. Dancer, ja. Habe ich noch irgendwas zum Verstärken? Nee. Kann ich hier noch was verstärken? Nix Sinnvolles. Ah, Schilde. Wow, wait. Einfach mal reinprügeln, warum nicht? Vielleicht brauche ich das große Schild irgendwann mal noch. So, jetzt kurz. Also, jetzt schauen wir erstmal schnell, was hat denn der Kollege? Also, das hier sind Zauber.
Zauber kriege ich vom Aldrich und Tänzerin. Tänzerin, eine Doppelklinge, Doppelmagieschwert des Tänzers, DDD. Alles D, nee, sehe ich jetzt nicht unbedingt. Was haben wir hier noch? Aldrich, Langbogen. Nee, also Aldrich und Tänzerin können wir beide schlucken. Aldrich und Tänzerin beide schlucken. Dann leveln wir jetzt doch mal ein bisschen. Noch ein bisschen mehr. Aldrich. Welcome, host. Very well. Then talk taken up. Dass sie auch jedes Mal quasseln muss und nicht. So, für den nächsten Level-Up brauche ich 22k. Die fresse ich mal eben noch. 19.000 habe ich. Keine Ahnung. Perfekt, das reicht. Welcome home, speak thine home. Very well, then taken. Sind wir hier nämlich auf den 32 und für irgendeine Ding brauchte ich 32, für irgendeine... So, Aldrich wird wahrscheinlich der letzte hier sein. Ja. Du siehst ja seltsam aus, was bist du denn? Okay. Ey, dann fehlt ja nur noch eine! Gut. Okay. Let's go. Ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, was ich eigentlich tue und bin. Aber das sehen wir dann. Ob sich das noch auflöst. Irgendwie soll ich die ja das Feuer entfachen. Die müssen das Feuer weiter entfachen, damit die Menschheit weiter bestehen kann und die Erde so wie sie existiert. Ach was, er köpft sich jetzt selber. Wie geil ist das denn? Und das rinnt sogar Blut raus. Schwarzes Blut. Naja, okay, so schwarz ist es jetzt hier unten nicht mehr. Dunkelrot. Geil. Kann man, wenn man die alte, killt, sobald man hierher kommt, dann droppt sie ja wahrscheinlich diese Schüssel. Dann kann man hier frühzeitig hin. Dann muss man die Tänzerin wahrscheinlich nicht besiegen, ne? Vermute ich. So, was haben wir jetzt hier? Geht hier irgendwas? Nee. Erstmal ein Schild ausrüsten. Wichtig. War das hier mit 32 Stärke, ne? Ja. Dass ich das führen kann. Bin hier, habe ich hier super langsam, aber egal. Die Heavy Roll. Von deiner Sorte habe ich auch schon ein paar gekillt. Okay. Hier wird sich von dieser Seite nicht öffnen. Jawohl. Dachte ich. So, was gibt's hier? Du bist Lothric. Nein, bist du nicht. Naja, warte kurz.
So, jetzt zu dir. Das ist nämlich das Geile mit so einem großen Schild. Das kann noch so ein dicker Boy sein. Klonk. Ich liebe es. Ich liebe es. Ach, wunderbar. Gib mir das Schwert. Hallo? Da liegt ganz offensichtlich ein geiles Schwert. Und ich darf es einfach nicht nehmen. Schweinerei. Nee, irgendwas Dummes passiert hier. Er wird geheilt. Nee. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ah! Warte kurz. Lasst mich einfach vorbei. Ich muss euch wahrscheinlich nachher sowieso nochmal killen. Dann laufe ich jetzt erstmal an euch vorbei. Okay, oder auch nicht. Ja gut. Ja gut. Kapuze des Gebets. Und das klingt irgendwie nach Drache oder irgendwas Ähnlichem. Ein paar Untote. Was ist das hier? Wo bin ich hier? Oh, hi. Gut, so viel zum Drachen. Da oben steht ein dicker Ritter. Aua.
In so einem engen Raum, ne? Ein Hasenbär. Tatsächlich scheint's hier ja weiterzugehen. Bett? Das war's? Aha. Ah. Heiligblütenschild. Zauber parieren. Wehrt den Angriff zum richtigen Zeitpunkt ab und kontert mit einem kritischen Treffer. Wirkt unabhängig von der Schildern und wehrt auch Zauber ab. Geil. Das ist ja der Shit. Oh, bist du gestorben beim Gemälde anschauen, armer Kerl. Warte mal. Moment. Gut, da geht's nicht weiter. Ach so, und hier komme ich auf die Treppe. Ja, gut. Ja, ganz schön weiter Drop an der Stelle. Hey. Hey. Ey! Saftsack, ey! Sag mal, könnt ihr jetzt... Also, ich werde mich doch jetzt hier nicht von solchen Lappen killen lassen. Das machen wir mal nicht. Ah doch, da oben liegt ein Drache, tatsächlich. Ganz schön viel Schaden. Gut, also das Schild werde ich vermutlich benutzen, aber zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt für dieses gigantische Riesenschild, das ich benutzen kann. Noch ein Leuchtfeuer. Die werden hier aber sehr inflationär rausgehauen, die Leuchtfeuer. Bin ich gar nicht gewohnt. Und noch eine Glut. So, du bist ein lebendiger Drache. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwann irgendwelche von diesen Rüstungen aufstehen und mir eine aufs Maul geben. Du bist zum Beispiel ein echter.
Große Titanitscherbe, jawohl, jawohl. Großlanze, jawohl, jawohl. So, haben wir beide ein Problem oder sind wir cool? Oh Gott, da ist der andere. Ja, ganz offensichtlich haben wir beide ein Problem, wir drei. Ha. Was machen wir da jetzt? Ihr zwei. Gehst du auf mich? Nee. Und ihr feuert auch durchgängig. Von da unten bin ich gekommen. Sobald ich hier drauf laufe. Also mir scheint nicht, dass ich hier besonders sicher bin. Durchkommen kann. Lass mich hier runter! Ja! Das wollte ich. Titanitbrocken. Ja, Mensch, du mit deiner Armbrust da oben. Du bist der Coolste von den Coolen. Was, warum dampfe ich eigentlich? Achso, ich kann mich gerade nicht heilen. Naja, okay, verstehe. Wegen dir, oder was? Aha, wegen dir. Nee, zwei von euch. Will ich da überhaupt lang? Gibt's da irgendwas? Da muss ich doch gar nicht lang. Schauen wir mal. Du brutzelst mich jetzt wahrscheinlich ab, ne? Brutzelst du hier rein? Nee? Okay. Dann nicht. Kruder Edelstein. Ist das der Schwanz vom lebenden Drachen? Soll ich da mal drauf? Ich schieß da jetzt mal drauf. Hallo? Bogen? Ah, hier. Ah, den kann ich wahrscheinlich benutzen. Doch, kann ich. Drachenreiterbogen. Ornitöter. 111. 110 plus 30. Reichweite 50. Ja, alles easy. Drachentöter Blitzpfeil. Ja, let's go. LOL. Moment, welche Pfeile benutzt der hier gerade?
Normale Pfeile. Wie kann ich das... Wie wechsle ich das? Geht nicht. Lol. Das kann... Das funktioniert. Ey, erstmal das Spiel cheesen. Wie viele Bolzen habe ich? Hallo? Sorry. Ich probiere da jetzt noch ein bisschen raus. Wie viel Schaden hat er gekriegt? Hallo? Null? Ah, okay, nee, das... da sind meine Bolzen vorher weg. Versuchen wir es mal mit den schweren. Nee, das nützt nichts. Ja, ein Drachentöterbogen wäre jetzt cool. Also ich vermute mal, dass ich hier nicht lang kann. Schwierig. Oh, hi. Oh, keine Waffe. Warte. Jetzt habe ich eine Waffe. Moment. Oh, das ist ein bisschen ätzend. No shit. Da sind zwei Kisten unten. Ach, Kacke. Unnötig jetzt. Ich hab doch genug Heilung gehabt und alles. Ach, so ein Mist. Ärgerlich. Okay, Moment. Ich will nach oben. Warte, wo geht's hier lang? Ach so, das hier war nix. Ja, okay. Ja, hier könnte ich halt noch... Ich könnte halt noch hier runter droppen und mal in die andere Richtung gucken. Ja, warum nicht? Oh mein Gott! Oh. Was passiert hier? Ich habe nur schwarzen Glibber in meinem Bildschirm. Ich sehe einfach gar nichts. Alles klar, wir kämpfen da unten nicht. Da wird nicht gekämpft. Da wird durchgerannt. Kerzenhalter des Gelehrten. Und damit es schneller geht... machen wir uns auch ein bisschen leichter. Warte mal, wo geht's? Achso, hier komme ich auch hier hoch. Okay. Ich sehe nichts, weil in die Ecke gedrängt. Ich kann die ja viel schneller killen. Ich muss die ja nur schnell killen, dann verwandeln die sich ja gar nicht. Ich hab's vergessen, jetzt weiß ich's wieder. Ich habe mich erinnert. Dürfte jetzt recht easy sein.
Genau. Genau das nämlich. Ah, okay. Auf der Seite komme ich nur an zusätzlichen Loot. Oh mein Gott! Dass dieses Spiel einen auch ständig immer wieder mal erschrecken muss. Es ist einfach... Oh Mann! Oh, hi! Aua! Petzack. Ach so. Ja. Komm her. Ist in Ordnung. Präzisionsarmbrust und Scharfschützenbolzen. Ha. Jetzt könnte es irgendwann nützlich sein. Nein, was mache ich denn? Ich bin ja bescheuert. Warum hüpfe ich denn nochmal hier runter? Bam bam. Okay. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Eigentlich habe ich keine Lust, mich jetzt nochmal hier durchzukämpfen. Ah, warte, hä? Die sind weg? Okay. Oh, oder auch nicht ganz. Oder auch nicht ganz. Ja, Leute, ist okay. Ist okay. Kann das bitte kurz aufhören? Ich muss mich ganz kurz heilen. Hallo. Danke. Ei. Jungs. Wir machen mal ganz langsam hier. So nämlich. Okay, will ich den da unten jetzt killen oder nicht? Oder ist es mir einfach, eigentlich ist es mir egal. Da drüben geht's weiter. Okay. Hier gibt es sicherlich eine andere Möglichkeit, das zu schaffen. 100 Pro gibt es hier einen anderen Weg. Ey! Ach, werfen schon wieder irgendwelche Trottel von oben Sachen auf mich. Ey! Hallo? Es reicht. So gut wie tot.
Eckiger Bombenwerfer. Sag mal, hackt's eigentlich? Mann, ey. Oh, da ist die Versuchung so groß. Jetzt sitzt da unten einer. Ey, wie kannst du mich so gut treffen? Ey, durch die Treppe durch. Ich glaub's ja nicht. Ey, wo kommt ihr her? Stopp! Was ist das hier alles? Und warum? Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Die habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Habe ich jetzt euch alle mal? Oh Mann, ey. So, und jetzt? Also das sieht ja wirklich wild aus hier. Aua! Ihr seid jetzt tot. Warum? Okay, keine Ahnung. Ihr armen Drachen. Ihr wurdet von irgendwas befallen und es hat euch gekillt. Ich war es nicht. Nur, dass das klar ist. Ich bin unschuldig. Hallo? Kann mal einer das Tor aufmachen? Nee? Ja, die Frage ist jetzt so ein bisschen, ob wir das Ekelding am Leben lassen. Ach komm, scheiß drauf. Armer Drache, tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ach, die dämliche Truhe mit deiner Zunge. Nee. Nee. Ach komm jetzt. Muss jetzt da einer um die Ecke kommen und mich anbrüllen? Was ist das hier für ein... Also, oh, ey, Leute. Leute, 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 Leute. Was ist hier los? Ey. Oh. Das ist ein wildes Gebiet hier. Nee. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Ich könnte halt auch einfach runtergehen zum Leuchtfeuer, ne? Und mich nochmal auffüllen. Aber ich habe keinen Bock.
Ah, guck mal, deswegen. Das wollte ich nämlich noch machen. Da drüben geht's weiter, wenn ich das richtig verstehe. Ist hier unten jetzt irgendwas, was ich killen will? Aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich renne hier einfach dran vorbei, darüber. Ich versuche mein Glück. Tschüss. Ah, Bossnebel, schau mal. Wunderbar. Ist hier noch irgendwo ein Leuchtfeuer? Vorrichtung bewegt sich nicht. Wow. Titanschuppe, in sich nicht bewegende Vorrichtung, Stille in einer Kathedrale. Jesus, das ist ganz wild hier gerade. Ich stehe ein bisschen, das ist irgendwie seltsam. Die Vorrichtung bewegt sich nicht, okay. Und ich bin aber an der Stelle, wo es eigentlich... Sonnenlichtmedaille. Die bewegt sich. Okay. Nach unten finde ich gut, weil dann müsste ich vielleicht an irgendeinem Leuchtfeuer rauskommen, oder? Aha. Hier. Ja, ich glaube, das ist kein schlechtes Leuchtfeuer. Okay, ich bin jetzt schon eine Viertelstunde drüber mit der Aufnahme, aber wir werfen einen ganz schnellen Blick auf den Boss, der da oben ist. Einen ganz schnellen, kurzen Blick auf den Boss werfen. Dum di daddle di dum 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 di daddle di dum. Das ist aber ein sehr stressfreier Weg hier zum Boss. Das finde ich gut. Hier in der Ecke habe ich noch nicht geschaut. Ach, guck mal. Ah, die Drachen hätte man bestimmt irgendwie befreien können, oder? Irgendwas hätte ich hier machen können, um sie von ihrem Leid nicht auf diese Art und Weise zu erlösen, sondern... Was zum Teufel? Nee, ich will zum Boss gucken. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Ich will doch zum Boss schauen. Wer bist du? Bist du Lothric? Was zum Teufel? Holy shit, Drachentöter Rüstung.
Autschi. Nee. Ey! Uncool! Fuck! Ah, schade! Das lief doch echt nicht schlecht hier an der Stelle. Oh, ich glaube, ich habe noch gelebt. Ah, passiert. Der nächste Boss steht vor der Tür, aber den gibt's in der nächsten Folge. Die Drachentöter-Rüstung. Bisschen nervig war der Quatsch, der da außen rum passiert ist gerade eben. Vielleicht kann man da was gegen machen. Ich weiß nicht, ich habe eine Scharfschützenarmbrust bekommen. Mal gucken. Ich sag danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.